Geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem akademischen Festakt begrüßen, in einem unserer schönsten Hörsäle sozusagen, in der Aula. Ich denke, der Rahmen ist dem angepasst, was wir heute haben. Es ist ein besonderer Moment in der Karriere des Herrn Universitätsprofessor Dr. Jürgen Glaser. Er hat ja seine Professur für angewandte Psychologie am Institut für Psychologie im Oktober 2012 angetreten. Ein neuer Professor an unserer Universität. Und das wollen wir also heute gemeinsam feiern im Rahmen einer Antrittsvorlesung. In diesem Falle könnte man sagen, gut Ding braucht gut, weil. Ich bin selber nicht mehr sicher, ob es mir gelungen ist, das historisch aufzuarbeiten, diese sozusagen Berufung. Aber Sie können mich korrigieren. Ich habe festgestellt, es muss irgendwann im Jahre 2006 gewesen sein. Also diese Berufung oder diese Professur wurde also vor langer, langer Zeit ausgeschrieben. Sie hat dann zwei meiner Vorgänger letztlich beschäftigt. Und ich denke, das ist umso mehr schade, dass das so lange gedauert hat, weil wir gerade mit dieser Professur eine schlechte Betreuungssituation an der Psychologie verbessern wollten. Aber wir haben es jetzt geschafft und ich denke, wir haben auch noch großes Glück gehabt und konnten nunmehr diese wichtige Professur mit einer außergewöhnlichen Forscherpersönlichkeit, nämlich mit Dr. Jürgen Glaser, besetzen. Ich freue mich also sehr über dieses Faktum. Und ich habe schon gesagt, der langen Tradition unserer Universität folgend, feiern wir den Start einer Professur mit dem Ritual einer Antrittsvorlesung. Es ist ja so, dass eine Antrittsvorlesung auf alle Fälle ein gegenseitiges Kennenlernen bedeutet. Der neue Professor kann natürlich sich und sein Fach vorstellen. Die Mitglieder der Fakultät, und ich sehe also hier eine Menge Mitglieder der Fakultät, die Studierenden, ich denke auch weiter hinten, aber es mehr vorne noch Platz, sehe ich auch Mitglieder der Studierenden. Ja, ich sehe auch Freunde und Verwandte. Ja, auch der Dekan und der Rektor bekommen also heute aus berufenem, ja, im doppelten Sinn berufenem Munde Einblick in ein aktuelles Forschungsgebiet. Beziehungsweise im heutigen Fall lernen wir vielleicht auch, wie wir vermeiden können, selbst beziehungsweise unsere Mitarbeiter in die Falle eines Burnouts tappen zu lassen. Also durchaus ein Thema, das uns alle beschäftigt. Ich habe schon gesagt, ein besonderer Rahmen, die Aula, aber ich sage auch ein besonderer Rahmen, die Aula ist fast gefüllt, ja, das freut mich sehr. Es signalisiert Solidarität einerseits, aber signalisiert andererseits auch Interesse am neuen Kollegen und an seinem Vorlesungsgegenstand. Im letzten Jahr haben wir an der LFOI insgesamt 21 neue Professorinnen haben ihren Dienst angetreten und das ist eine erfreuliche Zahl. Es ist deshalb erfreulich, weil natürlich eine neue Professur immer auch eine große Chance ist für das Fach. Es kommt zu einem Wechsel, es startet etwas Neues, es entsteht Aufbruch. Also insgesamt kommt es ganz sicher zur Verstärkung der Fakultät. Und in diesem Fall vielleicht besonders wichtig, es kommt nicht nur zu einer qualitativen Verstärkung inhaltlich, sondern natürlich, es kommt auch zu einer quantitativen Verstärkung. Also hier im Fall der Psychologie besonders wichtig, dass wir also hier mehr Professorinnen haben. Und die wirklich gute Nachricht aus meiner Sicht ist natürlich, dass wir momentan gerade, und ich schaue da zur Frau Kollegin Buchheim, dass wir gerade momentan eine weitere neue Professur in diesem Fach besetzen, Persönlichkeitspsychologie. Klar, die Forschungsleistung und Lehre unserer Universität profitiert natürlich wesentlich von einer Mischung
einerseits aus erfolgreichen Nachwuchswissenschaftlerinnen, die an unserer Universität ausgebildet wurden. Und ich denke, wir haben verschiedene Modelle, wie wir das und Instrumente, wie wir das bewerkstelligen. Und das geht ja teilweise dann bis hin zur Berufung. Aber die Universität braucht natürlich auch den Input von Wissenschaftlerinnen, die von außen kommen, von anderen Universitäten. Und die Mischung, die gute Mischung macht es aus. Und im Fall von Herrn Kollegen Glaser sind es eben die Universität Konstanz, wo er studiert hat, aber auch vor kurzem eine Vertretungsprofessur innehatte, und die TU München und LMU München, die er sozusagen uns ins Haus bringt, zumindest die Kultur von dort. Ja. Ich gehe jetzt ganz kurz ein bisschen auf den Inhalt noch ein. Psychische Gesundheit im Arbeitsleben ist natürlich aktuell, gesellschaftlich aktuell wie nie zuvor. Und Kollege Glaser hat sich ja mit diesem Gegenstand befasst. Und ein Punkt ist zum Beispiel, dass Unternehmen regelmäßig restrukturiert werden heutzutage. Und ich denke auch, die Leopold-Franzens-Universität ist ja die letzten 10 Jahre selbst durch eine solche Phase gegangen und solche Restrukturierungsmaßnahmen. Ja, ich sehe manche nicken, leidvoll oder erfreut, je nachdem, wie man das UG 2002 sieht. Ich habe es als Jahrhundertchance empfunden. Ja. Aber es ist natürlich immer das, was man daraus macht. Jedenfalls reagieren Menschen durchaus auf solche drohenden Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld, unter Umständen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Kann sich vorstellen, welche. Und hier zitiere ich jetzt den Kollegen Glaser. Nicht nur der befürchtete Jobverlust, auch die Sorge vor veränderten Aufgaben oder auch grundlegende Veränderungen im Team können gesundheitliche Beschwerden auslösen. Aber Jürgen Glaser, wahrscheinlich wird er es heute noch im Detail erzählen, hat natürlich die Lösung. Wir, weiß nicht, das entnehme ich den Unterlagen, ja, also wir wollen Führungskräften Möglichkeiten aufzeigen, wie sie Mitarbeitende vor negativen Folgen und einer solchen Verunsicherung schützen können. Ich und der Kollege Vizerektor Wolfgang Meixner und seine Mitarbeiterin auch werden also heute ganz besonders genau aufpassen, damit wir das lernen können. Ja, jetzt, das kann ich mir einfach nicht nehmen lassen, ich sage es auch, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit Pflegeberufen, liest man, ja, berät der Psychologe auch in gemeint sind wahrscheinlich Sie, berät der Psychologe auch in einem Projekt, das die Arbeitsfähigkeit von älteren Arbeitnehmern verbessern möchte. Also ich weiß, wenn ich dann zu Ihnen kommen muss, ja, als älterer Arbeitsnehmer. Gut, jedenfalls in Zukunft will sich Jürgen Glaser verstärkt mit Fragen einer gesundheitsorientierten Führung in Unternehmen auseinandersetzen. Und hier ist ein ganz schönes Nebenprodukt und für uns sehr angenehm, dass er dieses Wissen auch an seiner eigenen Universität einbringen wird. Hier gibt es also ein Projekt aus dem Ressort des Vizerektors für Personal im Rahmen der von der Personalentwicklung und dem Vizerektorat initiierten Projekt Gesunde Universität. Gut, damit sage ich einfach zum Schluss, wir begrüßen Sie also heute mit Bewunderung für Ihr bisher Geleistetes. Ich habe ja einiges jetzt aufgezählt schon. Wir sind natürlich auch schon neugierig auf Ihre Aktivitäten für und an unserer Fakultät und vielleicht auch für und an unserer Universität. Und letztlich gebe ich Ihnen auch noch auf den Weg, wir haben natürlich auch große Erwartungen an Sie, weil Sie sind natürlich jemand, der auch, so wie alle Professorinnen, zur kommenden führenden Generation dieser Universität gehört. Und damit haben Sie natürlich eine Verantwortung und Sie werden hoffentlich entscheidend den Erfolg der Leopold-Franzens-Universität in den nächsten Jahren prägen. Dazu alles Gutes und herzlich willkommen an unserer Alma Mater.
Magnificent, sehr geehrter Herr Vizerektor, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Studierende, seien Sie herzlich willkommen. Wissenschaftler zu sein ist kein Job, sondern eine Berufung. Demnach dürfte es eigentlich auch gar nicht so schwer sein, einen Wissenschaftler im Allgemeinen mal zu charakterisieren. Dies möchte ich heute einleitend mit einem kleinen Augenzwinkern tun. Ein Wissenschaftler ist nicht fleißig, weil er Überstunden macht. Ein Wissenschaftler ist einfach besessen. Der Wissenschaftler ist einfach neugierig und begeistert und will beispielsweise auch am Wochenende und an schier unglaublichen Örtlichkeiten etwas darüber lernen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Es geht ihm um Erkenntnis, es geht ihm um Einsicht. Ein Wissenschaftler muss mutig sein, um eine eigene Idee erst einmal zu denken, sie sich bewusst zu machen und sie auch präzise zu formulieren. Wenn sich herausstellt, dass die Idee doch nicht so gut war, dann muss der Wissenschaftler auch den Mut aufbringen, zuzugeben, dass die anderen Akteure hierbei recht hatten und seine bisherigen Überlegungen lediglich einer Schnapsidee gleichen. Umso wichtiger ist es, bei der nächsten, hoffentlich besseren Einsicht, besseren Idee, erneut den Mut aufzubringen, diese zu hinterfragen, zu diskutieren und wiederum zu vertreten. Ein Wissenschaftler will möglichst lange mit dem Jungbrunnen Wissenschaft verbunden bleiben. Wissenschaft hält jung. Und zwar zwangsläufig, da man unter dem Wissens- und Erkenntnisaspekt auf dem Laufenden bleiben möchte und eigene Vorstellungen und Ideen immer wieder der Realität anpassen muss. Wir möchten immer wieder Neues wissen. Mein geschätzter Kollege Professor Jürgen Glaser ist für mich ein solch Berufener. Kurz zur Person. Herr Glaser ist gebürtiger Schwabe. Ja, Sie dürfen lachen, also kein Problem. Ich darf Ihnen aber versichern, dass er nur die Tugenden dieser Landsmannschaft verkörpert, auch wenn gelegentlich kolportiert wird, die Schwaben seien die Schotten Deutschlands. Kollege Glaser hat 1984 an einem schwäbischen mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium maturiert. Er hat bis 1990 im Schwerpunkt an der Universität Konstanz Psychologie studiert. Zusätzlich hat er eine Ausbildung in klientenzentrierter Gesprächsführung an der Universität Freiburg im Breisgau abgeschlossen und 1997 hat er an der TU München bei Professor André Büssing promoviert und dann 2004 ist ihm die Venia Legendi für das Fach Psychologie von der Ludwig-Maximilians-Universität in München erteilt worden. Durch den frühen Tod seines akademischen Lehrers und Mentors, schon der benannte Professor André Büssing, war Jürgen Glaser als Mensch, als Fachwissenschaftler und als Fachorganisator sehr gefordert. Sein engagiertes Tun ging seinerzeit weit über seine damalige Funktion als akademischer Oberrat in München hinaus. Von 2009 bis 2011 war er dann Oberassistent am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin am Klinikum der LMU München. Anschließend hatte er dann eine Vertretungsprofessur in Konstanz inne im Fachbereich Arbeits- und Organisationspsychologie. Damit wäre ich bereits bei den inhaltlichen Schwerpunkten seiner Arbeit. Es ist Kollegen Glaser ein zentrales Anliegen in seiner Forschung, die psychologische Arbeitsgestaltung in Unternehmen zu implementieren und den Nutzen für Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu belegen. In interdisziplinären Kooperationen leistet er vielfältige Beiträge, um die bis heute klaffende Evidenzlücke zu verhältnispräventiver Gesundheitsförderung zu schließen. Seine aktuellen Forschungsprojekte fokussieren auf kontrollierte betriebliche Interventionen, um neben dem wissenschaftlichen auch eben einen gesellschaftlichen Impact zum Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit alternder Belegschaften zu erzielen. Wissenstransfer ist ihm dabei nicht ein bloßes Lippenbekenntnis, sondern tatsächlich gelebte Arbeitspraxis. Vor dem Hintergrund der
Fehlentwicklungen in Richtung psychischer Erkrankungen in der Arbeitswelt erscheint ihm das wissenschaftliche Bemühen um eine Primärprävention im Kontext des betrieblichen Gesundheitsmanagements unabdingbar. Stellvertretend seien aus der Fülle der von ihm bearbeiteten Projekte, heute nur kurz genannt, das Projekt zur Förderung von Kreativität und Gesundheit im Betrieb, dann zur Messung, Normierung und betrieblicher Prävention von Burnout und das Projekt zur betrieblichen Restrukturierung Arbeitsunsicherheit und Gesundheit. Wie schon vom Kollegen Merck, dem Rektor der Universität, benannt, ist Kollege Glaser neben einem weiteren Mitglied unserer Fakultät, Herrn Kopp, aktiv beteiligt an dem interessanten Projekt Gesunde Universität oder, wie es im Slogan heißt, gut drauf, das einigen unserer Alma Mater schon bekannt ist. Leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zu den wesentlichen Ressourcen einer Universität und die gegebenen Arbeitsbedingungen beeinflussen nun einmal die Gesundheit der Beschäftigten entscheidend mit. Gestatten Sie mir ergänzend zu den Forschungs- und Arbeitskontext von Professor Glaser noch einen inhaltlichen Hinweis. Die drastische Steigerung arbeitsbedingter psychischer Beeinträchtigung in den letzten Jahren, Beispiel aus Deutschland, da liegen umfassende Studien vor, beklagen 40% der Beschäftigten, das entspricht 18 Millionen Beschäftigten, massiv Zeit- und Leistungsdruck. Das hängt zusammen mit einem fundamentalen Belastungswandel in der Arbeitswelt. Die Fehlbeanspruchungsquellen hängen dabei weniger von den mangelhaften Ausführungsbedingungen der Arbeit ab, wie es über Jahrzehnte eigentlich vorher beobachtet wurde, als aktuell von den unerfüllbaren Arbeitsaufträgen. Dabei wachsen folgende Widersprüche. Erstens, verlangt werden kaum erreichbare und dennoch weiter gesteigerte Zielvorgaben ohne Ressourcenerweiterung, zum Beispiel bezüglich Investitionen, Personal und so weiter. Zweitens, es gibt zwar eine Selbstbestimmung für die Art und Weise der Auftragsbearbeitung, nicht aber für die Arbeitshöhe bezüglich Menge, Termine, Erträge, Qualität. Das heißt, es besteht nur Freiheit für die Art der Realisierung der erzwungenen Selbstausbeutung. Ein dritter Aspekt, der Widerspruch zwischen den eigenen inhaltlichen und qualitätsbezogenen Zielen und fehlenden Erfüllungsmöglichkeiten durch objektiven Zeit- und Leistungsdruck wird verinnerlicht als ein persönlicher Konflikt. Das heißt, die erzwungene Selbstausbeutung wird gegebenenfalls als selbstbestimmte Überforderung erlebt. Eine bedenkenswerte generelle Entwicklung in der sogenannten schönen neuen Arbeitswelt, die sicherlich in Facetten auch noch stärker zum Gegenstand auch für Kollegen Glaser und sein engagiertes Team werden wird. Kaum ein anderes Thema neben Finanzierung und Reformen scheint in der universitären Welt derzeit von größerer Wichtigkeit zu sein als der sogenannte Wettbewerb um die besten Köpfe. Exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen helfen, Hochschulen zu positionieren, deren Profile zu schärfen, das ist Ihnen alles bekannt. Die Professur für angewandte Psychologie wurde im Mai 2006 ausgeschrieben, begleitete 3 Rektorate und wurde im Oktober 2012 mit der Rufannahme durch Kollegen Glaser glücklich besetzt. Exakt heute vor einem Jahr fand übrigens die Berufungsverhandlung an der Universität statt und für die letztendliche Unterstützung des doch, wie schon gesagt, diffizilen Verfahrens danke ich stellvertretend für die Berufungskommission dem Rektor Kollegen Merck ganz herzlich. Im besagten Zeitfenster hat übrigens Professor Glaser gemeinsam mit Projektpartnern 1,2 Millionen Euro lukriert und über 50 Veröffentlichungen verfertigt. Bevor nun Kollege Glaser seine Antrittsvorlesung zum interessanten Themenkomplex Arbeit, Führung und Gesundheit eröffnet und aus arbeitspsychologischer Sicht individuelle und organisatorische Einflussfaktoren auf psychischen Stress und Burnout erörtert, sowie die Zusammenhänge zwischen Arbeitsgestaltung, Führungsverhalten und Mitarbeitergesundheit aufzeigt, sei mir bitte abschließend noch ein kleiner historischer Exkurs erlaubt. Eine der ersten verbrieften Antrittsvorlesungen im deutschsprachigen Raum
hielt im Juli 1456 Peter Luder. Er strebte eine Professur für Poesie und Rhetorik in Heidelberg an. Er war seinerzeit unter anderem einer der Vorreiter bei der Verbreitung humanistischen Gedankengutes. Und um den Kreis auch nach Tirol zu spannen, auch hier war er ja tätig, hatte Peter Luder einen Förderer gefunden, und das war der in Innsbruck gebürtige Herzog Sigmund von Tirol, auch bekannt als der Münzreiche oder der Münzreiche genannt. Allerdings hatte Peter Luder neben vielen Stärken auch diverse Schwächen. Ich darf zitieren in diesen heiligen Hallen: Wandern, Herrn Rektor und Herrn Dekan, oder auch als ein Signal für eine neue Kultur der Arbeit, die vielleicht auch hier und da einen gewissen anderen frischen Wind an die Universität bringen kann. Ich möchte in meinem Vortrag zum Thema psychische Erkrankung, Burnout und Arbeitsstress ein paar klärende Worte verlieren, weil man den Eindruck bekommt, in den Medien wird sehr viel darüber berichtet, mit fast schon hysterischen Zügen, und auch sehr viel Halbwissen darüber verbreitet. Ich möchte dann ein paar etablierte Modelle, Erklärungsansätze aus der Arbeitsorganisationspsychologie vorstellen, die sich schon seit Jahren mit dem Thema Arbeit und Gesundheit beschäftigen und auch auf Aspekte der Leistung eingehen und auch aufzeigen, wie die Schattenseite von Arbeit auf der einen Seite und die schöne Seite von Arbeit auf der anderen Seite, wie man die durch eine psychologisch fundierte Arbeits- und Organisationsgestaltung zusammenbringen kann. Ich möchte dann über ein paar kleine Appetithäppchen unserer früheren Forschung, jetzigen Forschung berichten, wo es mir ganz stark auch darum geht, nicht nur Impact für Zeitschriften, für amerikanische Fachzeitschriften zu produzieren. Da bemühe ich mich in Kooperation mit Kollegen auch sehr darum, aber eben auch einen Impact für Gesellschaft, für Betriebe zu erzeugen und gewisse Mangelsituationen in unserer Gesellschaft zu verbessern. Abschließend gehe ich auch auf das Thema Führung und Gesundheit ein. Durchaus irgendwie mit einer ambivalenten Haltung zu dem Thema, weil Führungskräfte stehen ja heute in vielerlei Hinsicht in der Pflicht. Jetzt kommt auch noch das Thema Gesundheit dazu. Genau. In Österreich sind, das waren die aktuellsten Daten, die ich finden konnte, 900.000 Personen von psychischer Erkrankung betroffen. An der Statistik finde ich zwei Dinge bemerkenswert, auch besonders hervorzuheben. Zum einen, es sind eben nicht nur ältere Menschen, zu einem größeren Teil über 60-Jährige, dahinter verbargen sich sicherlich auch dementielle Erkrankungen, aber auch durchaus affektive Störungen, sondern es sind auch Jüngere im erwerbsfähigen Alter in einem hohen Maße davon betroffen. Der zweite bemerkenswerte Punkt ist, dass körperliche Erkrankungen, Krankschreibungen weitaus weniger ein Viertel der Fehlzeiten auch für die Betriebe produzieren als psychische Erkrankungen.
Es gibt einen Verlauf. Viele der Krankenkassen zeigen derartige Statistiken. Das ist für Österreich normiert auf das Jahr 1996. Man kann erkennen, dass innerhalb der 15 Jahre die psychischen Erkrankungen um das 2,5-fache angestiegen sind. Und neben dem individuellen Leid, was damit verbunden ist, ist es vor allem auch für Betriebe, Klammer auf, leider, Klammer zu, auch immer von Interesse, Kosten zu erfahren, die etwa auch gesamtwirtschaftlich damit verbunden sind. Die Arbeiterkammer beziffert die Kosten auf über 3,3 Milliarden pro Jahr. Und wenn man dann den sogenannten Präsentismus noch mit dazu rechnet, das heißt die Kosten, die entstehen, wenn jemand trotz Krankheit in die Arbeit geht, Fehler produziert, mit reduzierter Arbeitsleistung anwesend ist und möglicherweise langwierigere Krankheitsverläufe zufolge hat, die waren auf über das Doppelte geschätzt vom Wirtschaftsforschungsinstitut in einer relativ neuen Studie. Was sind denn die Ursachen für psychische Erkrankungen? Sicherlich spielt sich das ganz primär in der Interaktion zwischen Patient und Arzt ab. Es wird auch darüber gemunkelt, ob vielleicht die Patienten einfach mehr darüber berichten, jammern. Aber ich würde da schon auch der fachlichen Expertise und dem Berufsethos der Ärzte vertrauen, die ja verantwortlich Diagnosen ausstellen. Die Ärzte ihrerseits haben sicherlich mehr Kompetenzen, gerade auch im hausärztlichen Bereich, erworben, in denen etwa auch die Erkenntnis, dass zum Beispiel Rückenbeschwerden, heutzutage hat man Rücken, ich denke viele von Ihnen kennen das Problem auch, dass sich dahinter irgendwie auch durchaus Aspekte chronischen psychischen Stresses verbergen, also irgendwie psychische Phänomene. Das Ganze ist natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern gesellschaftlich eingebettet. Auf der einen Seite trägt sicherlich dazu bei, dass die Medien auch Bericht darüber erstatten. Es wird viel über Burnout publiziert. Auf der anderen Seite verändert sich aber unsere Lebens- und Arbeitswelt. Wir erleben das selber im Laufe der letzten 10, 20 Jahre, wie sich die Taktzahl erhöht, wie sich das Mailaufkommen erhöht, wie die Arbeits- und Lebensbereiche voneinander entgrenzen und man sich bisweilen auch spät abends noch am Rechner findet. Das sind sicherlich auch Phänomene und mir ist als Arbeitspsychologe dann natürlich die Arbeitswelt und deren Verhältnisse ein vorrangiger Mittelpunkt. In meiner so geschätzten Wochenzeitung Die Zeit war bereits vor 1,5 Jahren folgende Titel, Schlagzeile, noch jemand ohne Burnout. Man kriegt fast schon den Eindruck, als würde eine ganze Generation Erwerbstätiger ausbrennen durch die Art, wie Medien über das Thema berichten. Dabei muss man sagen, sehr vieles, was dort erwähnt wird, hat mit Burnout eigentlich erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Oft ist von Depressionen die Rede. Oft ist aber auch von Phänomenen chronischen psychischen Stresses die Rede, den man dann halt einfach eben mal das Label Burnout aufklebt, weil es im Moment gerade modisch und schick ist, darüber zu reden. Eine der ersten, die sich ernsthaft wissenschaftlich damit beschäftigt hat, war Christina Maslach, ihre Kollegin Suzanne Jackson, University of California, Berkeley, die in einem faktorenanalytischen Ansatz Beschreibungen, vor allem von helfenden Berufsangehörigen, gesammelt, systematisiert, faktorenanalytisch näher wissenschaftlich betrachtet hat und daraus drei Kernkomponenten von Burnout beschrieben, definiert hat. Das ist die ursprüngliche wissenschaftliche Definition von Burnout, wonach es um emotionale Erschöpfung geht und zwar nicht irgendwie zu Hause oder im Urlaub oder mit den Kindern oder wo auch immer, sondern in der Arbeit mit Menschen. Ursprünglich wurden da helfende Berufe, Pflegekräfte, Ärzte, Therapeuten untersucht. Daher kommt das Burnout-Konzept. Depersonalisation ist nicht zu verwechseln mit dem klinischen Depersonalisationsbegriff, sondern meint hier ein entpersönlichtes, distanziert, zynisches eine Haltung, ein Umgang mit den Klienten, mit denen man zusammenarbeitet. Das können auch die eigenen Mitarbeiter sein, von Führungskräften. Führung ist auch in hohem Maße interaktive Arbeit.
Und eine dritte Komponente, reduzierte Erfüllung und Leistungsfähigkeit, die sehen Sie deswegen nicht mehr in dem orangenen Rahmen, weil inzwischen auch die Burnout-Forschung zeigt in Längsschnittstudien, dass die Entstehung der dritten Komponente eine andere Ätiologie hat und nicht einem systematischen Verlauf folgt, der über emotionale Erschöpfung beginnt und dann in Depersonalisation mündet, quasi als eine Coping-Strategie, als ein Selbstschutzmechanismus, leider dysfunktional. Gut, der gute Wilmar Schaufeli, vor zwei Wochen hatte ich ihn noch beim Kongress abends getroffen, hat Burnout dann mit einem Messverfahren für alle anderen Berufe zugänglich gemacht, hat damit leider auch das Konzept verwässert und damit im Grunde genommen weg von der interaktiven Arbeit, den Burnout-Begriff, auf alle möglichen Berufe, selbst die allein vor ihrem Rechner arbeiten, ausgeweitet. Und das ist auch mit ein Grund dafür, dass sich psychischer Stress, chronischer Stress und Burnout heutzutage gerade in den landläufigen Gazetten alle unter dem Label Burnout finden. Ich habe mir gemeinsam auch mit einer Kollegin Britta Herwig in München im Rahmen von zwei Zeitschriftenartikeln auch mal die Mühe gemacht, die Evidenz zu individuellen und interindividuellen Prädiktoren, basierend zum Teil auf Metastudien, Meta-Analysen, zusammenzustellen, wonach Jüngere mehr als Ältere davon betroffen sind. Gerade die Schwierigkeit zum Berufsbeginn, oft noch mit mangelnder Berufserfahrung, manchmal, wenn man an Pflegende denkt, aus der Ausbildung mit Ideen, pflegewissenschaftlichen Konzepten, Modellen vollgepumpt und dann treffen sie auf einen Arbeitsalltag mit Zeitdruck und allem Möglichen, in dem dann der vorrangige Idealismus dann unter Umständen auch sehr schnell in ein anderes Phänomen mündet. Man muss aber auch daran denken, Ältere vielleicht deswegen weniger, weil viele Ältere in solchen Studien auch gar nicht mehr enthalten sind, weil sie den Beruf vielleicht schon verlassen haben und sich irgendwo einen anderen Weg gefunden haben, um weiterer Krankheit zu entgehen. Frauen zeigen mehr emotionale Erschöpfung, Männer mehr Depersonalisation. Negative Affektivität, also die Menschen, die gerne schon morgens mit so einer Flappe aus dem Haus gehen und abends auch so wieder heimkommen, im Unterschied zu positiver Affektivität sind sehr viel mehr davon betroffen. Ebenso Neurotizismus, wenn man hinter jedem Busch vielleicht Gefahr oder Feindseligkeit wittert, dann ist es eben auch ein Prädiktor dafür, dass Burnout gehäuft entstehen kann. Typ A-Verhalten, alles als leistungsmotiviertes Handeln zu verstehen, besser sein zu wollen als die Kollegen oder als manche anderen, tragen auch ihren Teil dazu bei. Overcommitment, da gehe ich nachher noch ein klein bisschen näher drauf ein. So eine Verausgabungsneigung im Beruf, auch den Hals nicht voll zu kriegen, Leistung zu bringen, reduzierte Selbstwirksamkeit, emotionale Dissonanz oder misslingendes Detached Concern, was meine neue Teamkollegin und Habilitantin Bettina Lampert in einer prämierten Doktorarbeit näher untersucht hat. Das heißt, die Nähe-Distanzregulation in der Interaktion mit Klienten, wenn die nicht gelingt, dann ist die Gefahr von Burnout auf interindividueller Seite deutlich verstärkt. Organisational, und da kommt nun eben stärker die Arbeitsorganisationspsychologie zur Sprache, zeigen Studien hohe Arbeitsanforderungen, zeitliche Überforderung, emotionale Anforderungen im Beruf, Interaktionsstressoren, so Dinge wie geringe Handlungsspielräume, geringe soziale Unterstützung durch Kollegen im Team, durch Vorgesetzte. Führungsverhalten, vor allem auch ungerecht erlebtes Führungsverhalten oder die sogenannte Effort-Reward-Imbalance, gehe ich nachher gleich noch ein bisschen näher drauf ein, sind seitens der Organisation und der Arbeitsgestaltung wesentliche Prädiktoren für Burnout. Was ist die Quintessenz daraus? Für die Prävention, also für die Vermeidung solcher Phänomene im Arbeitsleben, in der Gesellschaft, individuenbezogen, also wenn man individuelle Faktoren, die auch dabei eine Rolle spielen, verantwortlich macht, ist der Weg, der Ansatz ein anderer, als wenn man organisationsbezogene Faktoren verantwortlich macht. Im einen Fall ist es eine Frage der Personalentwicklung
und gegebenenfalls der Therapie, der Psychotherapie, Verhalten, individuelles Verhalten zu verändern. Im anderen Fall ist es aber auch eine Frage, die Arbeitsverhältnisse zu verändern mit Blick auf solche organisationalen Prädiktoren. Und da sind wir als Arbeits- und Organisationspsychologen an allervorderster Front gefragt. Also in jedem Fall auch dieses, was viele Betriebe praktizieren, was auch hier an der Uni gut etabliert ist, mit einem herausragenden USI-Sportangebot, mit einer Mensa. In vielen Betrieben gibt es auch Ampelsysteme für gesundes Essen, wie das Salatbuffet oder der rote Punkt für die Schweinshaxe. Aber man darf dabei eben nicht die andere Seite der Medaille vergessen, nämlich dass eben auch Arbeit gesund gestaltbar ist. Sie erschrecken jetzt ganz bestimmt ganz fürchterlich, wenn Sie die ganzen Konzepte, Modelle und Erklärungen lesen, währenddessen ich einen kleinen Schluck aus der Flasche nehme. Ich möchte zwei der Modelle ein bisschen näher vorstellen, aus dem Grund, weil die Erklärungsmodelle, die Theorien, die Konzepte auch über unsere Disziplin hinaus breite Aufmerksamkeit inzwischen erfahren. Es ist einmal das sogenannte Demand-Control-Modell von Robert Karasek, eher im industriellen Kontext entwickelt, in betriebswirtschaftlich charmanter 2x2-Portfolio-Manier, die Komplexität der Welt reduzieren, deswegen wahrscheinlich auch so erfolgreich. Er hat in den vier Quadranten vier Arten von Tätigkeiten beschrieben, von denen wir zwei davon heutzutage getrost vernachlässigen können. Es sind nämlich diejenigen, die niedrige Anforderungen an die Beschäftigten stellen. Das ist so ein bisschen unter der Rubrik Schnee von gestern zu verbuchen. Heutzutage das Arbeitsleben stellt hohe Anforderungen, wo man hinguckt. Und was den Unterschied macht, ist nach dem Modell von Robert Karasek eben, inwieweit individuell subjektiv sowas wie eigene Kontrolle in der Arbeit erlebt wird. Das heißt, eigene Einflussmöglichkeiten darüber mitzubestimmen, was man tut, vor allem aber auch wann, womit und wie man etwas erledigt. Und das ist natürlich auch bereits eine erste Frage von Führung, wie solche Handlungsspielräume, Tätigkeitsspielräume, Autonomie, wie sowas in Organisationen realisiert wird oder eben nicht. Karasek hat bereits in seinen Studien gezeigt, dass aktive Tätigkeiten auch dazu führen, ein aktiveres Freizeitverhalten, mehr politisches Engagement, Vereinstätigkeiten zu praktizieren, während stark beanspruchende Tätigkeiten, die sogenannten High-Strain-Jobs, neudeutsch, nachweislich zu Gesundheitsbeeinträchtigungen bis hin zu manifesten Erkrankungen führen, wie ich gleich noch näher zeigen werde. Ein zweites Modell, der Medizinsoziologe Johannes Siegrist in Düsseldorf, inzwischen emeritiert, von seinem früheren Mitarbeiter Nico Dragano wird die Arbeit nun fortgesetzt, hat in seinem Modell der Gratifikationskrise wiederum so eine Diskrepanz, so eine schlechte Konstellation von Arbeitsbedingungen thematisiert. Auf der einen Seite die hohe Verausgabung, die durch so Dinge wie Zeitdruck, hohe Verantwortung, Überstunden, Arbeitsverdichtung zustande kommen kann. Auf der anderen Seite, und da folgt Siegrist einer sehr bekannten, renommierten soziologischen Theorie des sozialen Tauschs von Blau, wenn sozusagen der Return on Investment, wie man heute so schön oder auch weniger schön sagt, nicht stimmt, und zwar nicht in materiellen Werten, sondern vor allem auch in Begriffen der, Siegrist spricht hier von Statuskontrolle, meint damit so Dinge wie mangelnde Wertschätzung, Arbeitsplatzunsicherheit, fehlende Entwicklungschancen, dann haben wir eine Diskrepanz, dann kommt es zu Gratifikationskrisen. Dabei spielt auch die Person eine Rolle. Eben das besagte Overcommitment, inwieweit jemand zu Verausgabung neigt, kann die Gratifikationskrise deutlich verstärken. Sie sehen hier in dem einfachen Balkenchart drei unterschiedliche Konstellationen der Forschung. Der gelbe, jeweils gelbe Balken ist das Tarziel befragter
tausender befragter Beschäftigter im öffentlichen Dienst der sogenannten Whitehall 2-Studie von Sir Marmot, die hier etwa von Kiwi Mackie publiziert wurde. Böse Zungen sagen, der wäre die Schreibmaschine der Whitehall 2-Studie. Journal Impact Faktor Mitarbeiter. Gegenüber den gelben Konstellationen ist ein mittleres Maß solcher Diskrepanzen oder gar ein hohes Maß solcher Diskrepanzen prospektiv dafür verantwortlich, dass mit einem überdoppelten Risiko Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen und zwar ärztlich diagnostiziert. Also die Botschaft nochmal zum Sacken lassen: aus Mitarbeiterbefragung subjektiv ermittelte, erlebte Diskrepanzen zwischen Demand und Control einerseits oder zwischen Effort Reward andererseits führen langfristig zu einer mehr als doppelten Neuerkrankung im Hinblick auf Herz-Kreislauf. Für Depressionen liegt es sogar noch höher, zeigen neuere Studien. Fassen wir die Schattenseite der Arbeit mal folgendermaßen zusammen, wie ich das mit meiner Kollegin Britta Herwig gemacht habe. Stressoren in der Arbeit und mangelnde Ressourcen, mangelnde Autonomie und soziale Unterstützung lösen eine Spirale von Gesundheitsbeeinträchtigungen aus, die über Frühwarnindikatoren, Erholungsmangel, Gisela Mohr spricht in Leipzig etwa auch von Irritation, ruminieren, nicht abschalten können, verärgert, gereizt auf Menschen reagieren, obwohl man es gar nicht will, was mittelfristig in psychosomatische Beschwerden und langfristig in manifeste Krankheit und Fehlzeiten mündet. Nun ist aber der Begriff psychische Belastung per Norm, per ISO-Norm, neutral definiert. Im Unterschied zum Volksmund, wir verstehen Belastung manchmal als negativ. Die DIN-Norm sagt, es sind alle Einflüsse, die von außen auf den Menschen einwirken. Die Beanspruchung ist die individuell unterschiedliche Auswirkung im Organismus, auch je nach seinen oder ihren Leistungsvoraussetzungen und Befähigungen damit umzugehen. Wir beschäftigen uns als Arbeitsorganisationspsychologen nun vorrangig mit der Arbeitsseite, mit den psychischen Belastungen. Und da ist es neben der Seite der Arbeit, die schon Kurt Lewin vor bald 80 Jahren erstmals angesprochen hat, glücklicherweise auch die andere Seite der Arbeit, die Sie hoffentlich auch alle kennen und erleben dürfen, nämlich dass Arbeit ja einen Lebenswert, eine Befriedigung mit sich bringt. Und die Kunst, Arbeit zu gestalten, besteht eben darin, die linke Seite zu vermeiden und die rechte Seite zu verstärken, mal ganz einfach gesprochen. Eines der arbeitspsychologischen Modelle, die auch in Meta-Analysen sehr gut belegt, auch in neueren Studien erklärt, wie hohe intrinsische Motivation persönlicher Entfaltung, da unterscheiden sich eben Menschen, die sich stark entfalten wollen in der Arbeit, die zeigen hier chronisch in den Studien engere Zusammenhänge, wenn man an den Kernmerkmalen Verbesserungen vornimmt, dass sich unmittelbar dann eben auch intrinsische Motivation einstellt, während die ein geringeres Bedürfnis haben, bei dem
wird es auch, aber nicht so stark. Man muss also unser integriertes Modell zur Arbeit, Gesundheit und Leistung auch um den grünen Bereich erweitern, was wir etwa in einem Projekt mit Mitteln vom Arbeitsministerium in Deutschland untersucht haben, wo es um kreative Leistung im Beruf ging. Lassen Sie sich ein bisschen auf Sie wirken. Sie sehen ähnlich wie im roten Bereich bei den Gesundheitsbeeinträchtigungen auch hier wieder frühe Elemente, die dann langfristig zu Kompetenz und Leistung vermittelt über Engagement führen. Da gibt es sehr viele Studien, die solche Zusammenhänge auch sehr gut in unserem Fachgebiet belegen können. Und die Gestaltung von Arbeit beginnt natürlich auf der linken Seite. Wir haben in besagtem Projekt bei vollständigen Datensätze waren es hier 760 Beschäftigte, vor allem in kleinen und mittelständischen Betrieben, an verschiedenen Konstellationen belegt. Das ist ein Strukturgleichungsmodell, da brauche ich Ihnen jetzt auch gar nicht Details über irgendwelche Modelfits zeigen. Die Botschaft ist nur, das theoretische Modell, das spiegelt sich auch in den Köpfen der Beschäftigten wider. Das heißt, es gibt auch empirische Evidenz, dass wir mit den theoretischen Modellannahmen richtig liegen und dass so Dinge wie kognitive Anforderungen und Spielräume in der Arbeit teilweise vermittelt, das ist eine partielle Mediation, kreative Leistung nach sich ziehen, während Zeitdruck in dem Fall sogar vollständig vermittelt über Phänomene der Irritation, hier etwa zu Gliederschmerzen, also zu psychosomatischen Beschwerden, gemessen mit dem Gießener Beschwerdebogen, führen. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass Theorie, wenn sie in der Praxis sich wiederfindet, auch sehr gut ist und Erklärungsmodelle. Das Ganze steht natürlich nicht im luftleeren Raum. Wie psychologische Merkmale von Arbeitsaufgaben beschaffen sind, darüber bestimmt der Zuschnitt der Organisation, die Aufbauorganisation, die Konfiguration, das Stellengefüge, die Zahl der Führungsebenen, die Prinzipien der Delegation, ob die vollständig oder unvollständig durchgeführt wird und sehr viel mehr. Natürlich auch, wie die Ablauforganisation vonstatten geht, ob Kooperation ermöglicht wird oder Einzelarbeit, also ob man sehr zergliederte Arbeitsteiligkeit hat oder versucht, Aufgaben auch ganzheitlich und gemeinschaftlich ausführen zu lassen. Das sind ganz wesentliche Erkenntnisse, die unmittelbar auch für die Betriebe Relevanz haben. Ich komme jetzt im zweiten Teil zu ein paar Gestaltungsprojekten, die wir durchgeführt haben. Ich habe es mit eigentlich in letzter Zeit immer in meinen Vorträgen mit drei ganz einfachen Botschaften hinterlegt. Wie der Arzt würde man sagen, auch bei der Organisationsentwicklung, bei der Arbeitsgestaltung, keine Therapie ohne eine gründliche Diagnose. Und hier sprechen wir über die derzeit auch gesetzlich inzwischen verpflichtende Evaluierung psychischer Belastungen. Im Arbeitsschutzgesetz ist jeder Arbeitgeber heutzutage dazu verpflichtet. Viele tun es noch nicht, auch aus Ratlosigkeit darüber, wie kann man sowas denn überhaupt messen. Darüber werde ich gleich ein bisschen sprechen. Dann keine Daten ohne Taten. Sehr viele Mitarbeiterbefragungen waren durchgeführt, verschwinden in den Schubladen. Bestenfalls bekommen dann die Mitarbeiter noch eine Rückmeldung, aber es passiert nichts danach. Man sollte sich, das ist meine Botschaft, jede Befragung sparen, bei der nicht von Anfang an auch bereits ein Gestaltungskonzept angelegt ist und klar kommuniziert wird, wie gehen wir mit etwaigen ermittelten Schwachstellen um. Ein paar Beispiele aus unserer Forschung dazu. Last not least, weil Führungskräfte einfach, man kennt das Sprichwort, der Fisch stinkt vom Kopf, weil Führungskräfte einfach in verschiedener Hinsicht dabei eine wichtige Rolle spielen, möchte ich auch hier ein paar Aspekte zum Thema Führung und Gesundheit noch zum Besten geben. Die Analyse psychischer Belastungen in der Arbeit kann man sehr einfach mit orientierenden Verfahren, mit einfachen Checklisten, die wenig Aufwand mit sich bringen, durchführen. Oder man kann auch hingehen und sagen, man nimmt Expertenverfahren, die sehr aufwendig sind, die über Beobachtung oder Beobachtungsinterviews, Arbeitsplatzbegehung durchgeführt waren. Da eine gute Mischung zu finden, ist nicht ganz einfach. Orientierende Verfahren sind schnell durchführbar, aber hinterher kratzt man sich doch dann
oft ratlos am Kopf, weil man bei bestimmten Schwachstellen dann auch noch gar nicht Hinweise auf Ursachen hat. Deswegen empfehle ich auch immer mindestens irgendwie so eine Screening-Variante, also so eine wissenschaftlich konzeptuell fundierte Variante zu wählen, nicht sparsam an den Items zu sein, weil man dann bereits Hinweise hat, wo man auch in der Arbeitsorganisationsgestaltung ansetzen kann. Wir haben selber mit meinem Mentor, früheren Lehrer André Büssing, das brauchen Sie gar nicht lesen, das zeigt nur Expertenverfahren, sehr kompliziert, sehr viele Skalen, sehr viele Items, hat nur bei Hochrewe publiziert für den Krankenhausbereich. Es gab auch in dem Expertenverfahren, gibt es auch eine Fremdbeobachtung, das war Bestandteil meiner Promotion, durch Schichtbeobachtung in der Pflege, über 80 Ganzschichtbeobachtungen, die Abläufe näher kennenzulernen und nach Expertenkriterien auch zu beurteilen im Hinblick auf Anforderungen und Belastungen. Wir haben natürlich schnell festgestellt, dass man mit so einem Expertenverfahren in der betrieblichen Praxis nichts reißen kann. Das ist einfach unökonomisch. Hatten dann glücklicherweise mit Förderung durch Mittel des Bundesarbeitsministeriums, fachlich betreut durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz, beteiligt war damals mein Kollege Dr. Thomas Höge, Privatdozent Matthias Weigel, heute auch hier, und Dr. Bettina Lampert, die an den Screening-Versionen auch bereits mitgearbeitet haben. Gegenwärtig gibt es eine Fassung, die wir auch ausschnittweise in dem hiesigen Projekt an der Uni zum Einsatz bringen, die sich mit sehr charakteristischen, spezifischen Merkmalen solcher psychischen Belastungen beschäftigen. Das hier ist ein Beispiel, wie wir gerade auch gegenüber den Betrieben Rückmeldungen machen. Sie sehen hier einen kleinen Auszug aus verschiedenen Arbeitsstressoren. Sie sehen hier 5 so Böbbels mit Zahlen drin. Das sind 5 verschiedene Abteilungen bzw. Teams. Und Sie sehen hier auch vereinfacht für die Praxis dargestellt, den roten Bereich, wo dann unmittelbar auch Handlungsnotwendigkeit besteht, den gelben Bereich, wo wir als Arbeitspsychologen empfehlen würden, da würde ich auch schon was tun, und die grünen Bereiche hier in einem kleinen mittelständischen Betrieb mit 40 Akademikern in München durchgeführt. Also da sieht es relativ gut aus. Keine Daten ohne Taten. Was heißt es konkret? Wir haben in dem Feld begonnen. Und das Feld hat uns die ganze Zeit mit begleitet, nämlich die Pflege. Sie lesen ja auch heute in den Magazinen, in den Zeitschriften und auch den wieder aufkommenden Pflegenotstand. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Wir haben auch alternde Belegschaften in der Pflege. Das Problem verschärft sich. Deswegen haben wir, mein damaliger Lehrer, Mentor André Büssing, sehr vorausschauend bereits Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre uns intensiv darum bemüht, in dem Feld aktiv zu werden. Das hier sind ein paar Beispiele, müssen Sie nicht alles lesen. Das war ein Längsschnittprojekt. Wir hatten hier in 3 Krankenhäusern zu 3 Messzeitpunkten über 3 Jahre hinweg ein klassisches Survey-Feedback gemacht. Wir haben damit die vor Ort eingesetzten Projektstrukturen, Arbeitsgruppen und Teams unterstützt, sozusagen mit Wissenstransfer aus der Uni heraus in die Krankenhauspraxis. Und zu den Effekten, da spare ich Ihnen jetzt Statistiken. Gerade das Projekt in einem Allgemeinkrankenhaus hat gezeigt, dass im Pflegebereich signifikant über die 5 Messzeitpunkte hinweg die Stressoren kontinuierlich abgebaut werden konnten durch eine verbesserte Arbeitsorganisation. Sie können das hier in Zeitschriftenartikeln und auch in vielen Buchbeiträgen und Büchern, die es dazu gibt, auch nachlesen. Wir haben dann etwa im Altenpflegeheimbereich, der auch zukünftig irgendwo eine wichtige Rolle spielen, eine wichtigere Rolle spielen wird in alternden Gesellschaften. Bettina Lampert war da wiederum und Matthias Weigel mit zugange an vorderster Front. Sie sehen hier irgendwie ein paar Altenpflegekräfte im Einsatz. Rückspielung von Ergebnissen aus unserer Arbeitsanalyse. Die betrieblichen Experten definieren die Probleme genauer, entwickeln Maßnahmen, wird umgesetzt. Leider war hier der Effekt, dass auf der Kontrollstation eine Verschlechterung eintrat
Und immerhin konnten wir auf der Modellstation, wo der Gesundheitszirkel durchgeführt wurde, die Situation halten. Das heißt, wir haben Schlimmeres verhindert, aber wir konnten die Arbeitssituation nicht verbessern. Bei Ärzten hat es mein Freund und Kollege Matthias Weigel auch vorangetrieben. Auch dort geht es, Effekte sind publiziert, etwa dass ungestörte Arbeitsabläufe von im Klinikalltag durch verschiedene Arbeitsgestaltungsmaßnahmen verlängert werden konnten, dass dann etwa nicht nach 10 oder 11 Minuten dann die nächste Störung aufschlägt, sondern erst nach 17, 18 Minuten. Da ist nicht viel gewonnen damit, aber immerhin, das ist ein erster Anfang. Vor allem auch, dass Ärzte beginnen, darüber zu reflektieren, wie kann man Arbeitsorganisation und Führung verbessern. Das ist in dem Missionsland, sage ich mal, einfach ein bisschen vorlaut. Krankenhausärzte mit ihren Fürstentümern auch heute noch doch irgendwie auch ein teilweise schwieriges Unterfangen. Kleinmittelständische Unternehmen in der Finanzbranche. Mit meiner Kollegin Britta Harbig haben wir hier als Intervention ein Kreativitätstraining zunächst mal durchgeführt, 2x2 Stunden, um den Mitarbeitern, das waren eben die Akademiker, 40 insgesamt, erstmal Techniken zu vermitteln, wie man über den Tellerrand hinausguckt, um die dann auf Schwachstellen in der eigenen Arbeit zu projizieren und Maßnahmen für verbesserte Arbeitsorganisation, etwa zu Themen Kreativanforderungen, Selbstorganisation, Zeitdruck, Teamprozesse, Klima zu entwickeln. Und wir haben die Intervention dann später auch bei einer Wartegruppe durchgeführt, um eben auch streng wissenschaftlich Effekte zu prüfen. Wenn Sie sich das hier etwa ansehen, erst war die Interventionsgruppe hier mit einem Kreativitätstraining dran, hier dann mit der Übertragung der Techniken auf den Arbeitsalltag, während die Wartegruppe nichts bekommen hat. Man sieht hier in dem Zeitraum den Interaktionseffekt, den Wissenschaftler immer gerne finden, auch als Beleg für die Wirksamkeit der Maßnahme. Und wir haben auch gezeigt, dass im Laufe der Zeit im gesamten Betrieb die Kreativität in dem Fall nicht im Selbstbericht erfragt, sondern im Kollegenrating zugenommen hat. Ich komme zum letzten inhaltlichen Punkt und will ein bisschen was über Führung noch zum Besten geben. Sie haben inzwischen wahrscheinlich alles so ein bisschen in sich reingeschmunzelt. Es beginnt beim Modellverhalten von Führungskräften. Ich will mal so sagen, wenn irgendwie der Chef mit einer Rundmail an das Team nachts um eins am Wochenende noch signalisiert, wie er selber mit sich umgeht und dann womöglich am Montag früh auf dem Zahnfleisch ins Büro gekrochen kommt, das ist bereits irgendwie ein erstes falsches Signal, mit dem Thema Führung und Gesundheit umzugehen. In Deutschland gab es einen Fehlzeitenpapst, Peter Nieder, der hat ein interessantes Feldexperiment bei VW durchgeführt, das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Das hat gezeigt, Führungskräfte nehmen ihren Krankenstand auch mit. Die waren von einer Abteilung in die andere versetzt und siehe da, da gehen die Fehlzeiten hoch. Also es muss auch irgendwas mit Führung zu tun haben, aber sicherlich ist auch der individuelle Mitarbeiter natürlich dafür verantwortlich. Also die Wahrheit durfte irgendwo in der Mitte liegen, weil die Hand der Führung reicht ja nicht in das Freizeitverhalten, in Risikosportarten oder Partygebaren bis Sonntagnacht um drei. Soweit reicht der Arm des Arbeitgebers, Gott sei Dank nicht, die Mischung macht's. Zum Thema Führung, man müsste jetzt im Grunde genommen 3 Stunden wie in meiner Vorlesung über Führungstheorien reden. Ich will es ein bisschen plakativer machen. Autoritäre und mitarbeiterorientierte Führung wird sehr häufig missverstanden. Die amerikanische Forschung zu Führungsverhalten ist da teilweise auch recht undifferenziert und auch in den Instrumenten zur Erfassung relativ auch mit Vorurteilen behaftet. Autorität muss nicht schlecht sein. Ich habe in Gesprächen in Betrieben auch häufig den Eindruck bekommen, die positive Seite von Autorität, irgendwie auch Respekt irgendwie zu vermitteln, irgendwie auch eine Führungskraft zu haben,
die eine Entscheidung trifft und dann auch für die Entscheidung steht und nicht irgendwie eine Woche später wird dann aus Hü wieder Hot. Das kann ein Mangel sein. Auf der anderen Seite wird Mitarbeiterorientierung oft so missverstanden, wie es der Cartoon hier suggeriert. Es geht nicht darum, den Mitarbeitern jeden Wunsch von Lippen abzulesen und womöglich noch irgendwo die Trauben in den Mund zu hängen und frische Luft zuzufächern. Das ist nicht unter mitarbeiterorientierter Führung gemeint. Die weitere Führungsforschung polarisiert weiter zwischen transaktionaler und transformationaler Führung. Transaktional ist so Führung gegen Belohnung. Damit meint man jetzt nicht nur im Sinne der Operantenkonditionierung lerntheoretisch wie bei den Kindern das Belohnen von wohlwollendem Arbeitsverhalten, also gutem Arbeitsverhalten, sondern durchaus auch das konsequente Sanktionieren von Fehlverhalten, auch hier an der Universität, wenn man etwa Leistungsdiskrepanzen feststellt, in welchen Bereichen auch immer, dass Führungskräfte dann auch hingucken und auch im Sinne der prozeduralen Gerechtigkeit dafür sorgen, dass hier die Transaktion auch gelingt. Auf der anderen Seite, gerade in Konzernen wird heutzutage sehr viel über transformationale Führung geredet. Häufig wird dabei der bereits inzwischen verstorbene Steve Jobs, Apple-Gründer, angeführt als ein Inbegriff des Charismas. Dabei wird aber häufig vergessen, Charisma erlernt man nicht eben mal im Wochenendseminar. Charisma oder transformationales Führung ist sicherlich nicht alles. Es kann auch nicht nur darum gehen, über die Transaktion hinaus die Leistung gegen Gegenleistung immer noch mehr aus den Mitarbeitern herauszukitzeln im Sinne von Chaka, wir schaffen es, wir waren die Nummer eins, sondern es muss im Sinne von Führung, Gesundheit auch immer darum gehen, auch eine gewisse Fürsorgepflicht im Blick zu behalten. Wenn wir zum Beispiel mal bei einem Münchner Konzern, dessen Namen ich hier nicht nennen mag, solche Führungsseminare bisweilen auch durchführen und zeitgleich, also Seminare zu Führung und Gesundheit und zeitgleich Seminare zu High-Performance-Work-Systems durchgeführt waren und die Abteilungsleiter dann teilweise im Stuhlkreis sitzen und sagen, ja, wie geht es denn noch zusammen? Dann ist da irgendwo eine Schere auseinandergegangen, die die gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt, nicht nur für Gesundheit, sondern auch für Leistung. Das heißt, Führung hat verschiedene Aufgaben. Es beginnt beim eigenen Verhalten. Führungskräfte sind aber sehr stark auch dafür verantwortlich, wie gestalten sie das Arbeitssystem. Das sind die eigentlichen Systemgestalter. Das muss nicht, verehrter Herr Rektor Mark, Sie machen. Da sind wir alle gefragt, auf den unterschiedlichen Ebenen, im Kleinen wie im Größeren, solche Arbeitssysteme auch zu gestalten. Es gibt eine Motivierungs- und Fürsorgepflicht. Es wäre schön, wenn Führungskräfte auch frühzeitig Fehlentwicklungen erkennen, Erholungsmangel, erste Symptome von Mitarbeitern, um Langzeiterkrankungen vorzubeugen. Und eine ganz schwierige Aufgabe ist heutzutage, wenn leistungsgewandelte, sagt man, Mitarbeiter nach langer Erkrankung wieder zurückkommen und dann oft auch gar nicht mehr Aufgaben vorfinden, damit sie mit 2, mit 3, mit 4 Stunden auch wieder eine gute Arbeit, Art von Arbeit herangeführt werden können, sondern entweder in den hochgetakteten Betrieb geraten, weil solche Schon- und Nischenarbeitsplätze wegrationalisiert sind, oder halt versucht wird, mit Betriebs- oder Personalrat andere Lösungen zu finden. Aktuell sind wir, Sie hatten es angesprochen, werter Herr Rektor, in einem Schweizer Konzern auch tätig, einem Konzern, ich habe es genannt, Zustand nach Fusion mit einem US-Unternehmen. Da kann man sich dann schon alles vorstellen, Kennzeichen, Englisch als Amtssprache und. Restrukturierung, hohe Arbeitsunsicherheit, hoher Krankenstand. Wir haben hier mit Förderung bislang durch die SECO, wir bemühen uns hier um eine FEF-Förderung, brauchen noch betriebliche Partner hier in Österreich, konzeptuell gestützt durch das Wissen, dass soziale Unterstützung durch Führungskräfte den schädlichen Zusammenhang zwischen Arbeitsunsicherheit und Krankheit unterbrechen, puffern kann. Das Ganze durch eine Intervention unterstützt, um damit am langen Ende auch die Performance, irgendwo die Leistung der Firma und des Einzelnen zu
unterstützen. Dazu ein Format mit Workshops, die wir zum Teil auch von extern mitbetreuen, die aber auch von internen Trainern dann, sogenannte Intervisionssitzungen, durchgeführt waren. Es geht über mehrere Monate hinweg und wir evaluieren das im Längsschnitt derzeit aus drei verschiedenen Perspektiven, psychologisch über Fragebogen, zu Befinden, zu Gesundheit, biologisch gemeinsam mit meinem guten Freund Harald Gündel, der die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Ulm leitet, in dem Haarkortisol. Oder zu irgendwelchen, man knetet sich irgendwelche Figuren oder setzt sich Hütchen auf, für die es überhaupt gar keine wissenschaftliche Evidenz gibt, entsendet und viel Geld dafür in die Hand nimmt, dann frage ich mich als Arbeitsorganisationspsychologe, wie kann man das nur tun, warum nimmt man da nicht Geld in die Hand, um mit Unterstützung durch die Mitarbeiter dann auch sowas mit fachkundiger Expertise durchzuführen. Oder wenn man, wie in manchen Betrieben, Stressprävention so betreibt, wie hier in dem Cartoon des Deutschen Bundes für Krankenpflege oder Gesundheitspflege dargestellt, eben mal noch eine Stressprävention reinquetschen oder mittags schnell noch in die Muckibude, um seine Resilienz zu stärken, das kann irgendwo nicht die nachhaltige Lösung sein. Da müssen andere Wege beschritten werden, die hier zusammenfassend nochmal dargestellt waren. Analyse psychischer Belastungen, auch Frühwarnindikatoren, auch seitens der Führung im Blick zu behalten, Arbeitsüberlastung, Verdichtung abzubauen. Oft kommt da Ratlosigkeit auf, es können ja nicht weniger Aufgaben sein, aber bereits wenn man Arbeitsorganisationen geschmeidiger gestaltet mit den Mitarbeitern und dadurch Unterbrechungen, Störungen im Informationsfluss vermeidet, dann wird so eine Überlastung häufig auch abgebaut. Soziale Unterstützung aufbauen, das heißt auch darauf zu achten, dass die Teams gut funktionieren, dass Institute auch nicht auseinanderdriften, sondern zusammenhalten, Gemeinsamkeiten in den Aufgaben finden, Wertschätzung und Anerkennung ausdrücken, Führungskräfte auch wiederum gefragt und dazu brauchen Führungskräfte auch Zeit, dürfen dann nicht von einem Meeting zum nächsten Mailbar ketzen, Führung braucht Zeit, dann waren nachhaltig auch positive Effekte entstehen und Hilfssysteme außerhalb des Betriebs, zum Beispiel mein Freund, Kollege Harald Gündel, praktiziert in Ulm etwa eine psychosomatische Sprechstunde im Betrieb, ähnlich wie die Suchtprävention oder der Sozialpädagoge, der berät bei Problemen, eben auch im Hinblick auf psychische Fehlentwicklung. Und es wird derzeit evaluiert und es ist sicherlich auch ein Modell der Zukunft, was für Arbeitgeber attraktiv ist, sowas umzusetzen. Ich werde mich weiter hier auch in Innsbruck mit der Wirksamkeitsforschung beschäftigen. Ich sehe meine Aufgabe eben auch darin, Nachweise dafür zu erbringen, dass gesunde Führung, Führung Gesundheit, dass es wirkt, dass dadurch kreative Leistung entsteht, dass auch ein Detachment von der Arbeit oder von der Interaktion mit den Klienten Linderung verschafft
Und ich habe mir auch derzeit irgendwie schon mal einen, wie ich finde, exzellenten Masterstudenten zum Vorgespräch über eine mögliche Doktorarbeit geangelt, um aus eigenen Bordmitteln eine Anschubfinanzierung zu finden für Studien, die dann auch im Feld mit biologischen Korrelaten, sogenanntes Ambulant Assessment, Vitalzeichenaufzeichnung über einen Tagesverlauf, möglicherweise in Kooperation mit Fachkollegen an der UMIT oder an der Uni, MedUni, durchzuführen, damit einen Impact für die Betriebe und die Gesellschaft zu leisten. Und ich habe mich auch bereits begonnen, berufspolitisch zu engagieren, indem ich auch das Wort erhebe, dass es nicht angehen kann, dass Fachfremde, bei allem Respekt etwa für die Arbeitsmedizin, mit denen ich sehr gerne und langjährig kooperiere, aber es kann nicht angehen, dass Fachfremde nach Weiterbildung, Wochenendtrainings dann etwa für die Evaluierung psychischer Belastung zuständig sein sollen. Die brauchen da eine Fachexpertise und Unterstützung. Und es ist mir auch ein berufspolitisches Anliegen, da gerade auch die Arbeitspsychologen mit als Präventivkräfte zu positionieren und keine solche Entwicklungen auch zuzulassen, wie jetzt im neuen Psychologiegesetz, was diskutiert wird, wo die Arbeitsorganisationspsychologie womöglich unter den Mantel der Gesundheitspsychologie verschwinden soll. Bei allem Respekt für die Gesundheitspsychologie, Kollege Stefan Duschek von der UMIT ist auch hier, freut mich. Aber ich denke, da bedarf es einer Kooperation und auch der jeweiligen gegenseitigen Expertise, um gemeinsam solche Themen anzugehen. In der Lehre spiegelt sich das in unserem kleinen Team derzeit so wider. Da finden Sie einige von den Stichworten wieder in der Basisausbildung, Methodenwerkzeuge, in der Vertiefung im Master zu den Themen, auch über die ich gesprochen hatte, die, ich, wie ich meine, zukunftsweisend sind. Und mit dem Sprichwort von Thomas Mann möchte ich inhaltlich abschließen. Arbeit ist schwer, oft genug ein freudloses und mühseliges Stochern, aber nicht arbeiten, das ist die Hölle. Und ich denke, jeder, der von Arbeitslosigkeit bedroht ist oder tatsächlich auch ausgesetzt ist, weiß auch, dass sich daraus gravierendere gesundheitliche Probleme entwickeln, als wenn man in Arbeit steht, selbst wenn sie nicht optimal gestaltet ist. Zum Schluss ein paar Dankesworte. Meine Eltern, die haben schon mit mir hier bei der Neuberufung gefeiert, die mich unterstützt haben auf dem Lebensweg und damit auch gefördert, dass ich meine ersten motorischen Fertigkeiten weiterentwickeln konnte, bis hin zu intellektuell schöpferischen Befähigungen, die ich hier an der Uni ausüben darf. Ich bin meinem akademischen Lehrer André Büssing sehr dankbar, mit dem ich 15 Jahre zusammengearbeitet habe, der leider mit 52 und zwei Kindern früh verstorben ist, vor 10 Jahren in München. Was auch zum Nachdenken anregt, den Umgang mit dem eigenen Leben nochmal zu reflektieren. Er war ein Arbeitstier, ich habe sehr viel von ihm gelernt und sein Leben hat leider ein jähes Ende gehabt. Meine Freunde und sogenannten Lotstraßen-Veteranen der Technischen Uni München, mit denen wir nicht nur produktiv in der Arbeit waren, sondern auch schöne Zeiten etwa im Biergarten verbracht hatten. Der Berufungskommission und allen voran meinem geschätzten Kollegen Wolfgang Weber, der, es ist schon angesprochen worden, in dem Berufungsverfahren gekämpft hat, dass Spielregeln auch eingehalten waren, dass auch die Fachkompetenz der Kommission letztendlich dann doch Gehör gefunden hat. In dem Zusammenhang auch nochmal ein Dank an Rektor Mark, der kaum im Amt beherzt das Verfahren zu einem guten Ende geführt hat. Ich bedanke mich vor allem namentlich auch Michaela Fazzi, Alexandra Kapfer und Renate Strasser bei drei Hochleistungssekretariaten an unserem Institut, die mir den Anfang ohne Team leicht gemacht haben, die mich auch in der Lehre und bei vielen Belangen unterstützt haben. Natürlich bei meinem kleinen Team, das ist was für Insider, die Monk-Abbildung, da lachen jetzt irgendwie die richtigen Leute darüber, da können wir vielleicht nachher bei der Feier noch drüber plaudern. Und am langen Ende, ja, für die schöne Zeit ohne Arbeit an meine Traumfrau und Ehegattin Renate, die auch hier sitzt, weil es ist ja nicht nur Arbeit im Leben. Und an Sie natürlich, dass
Sie gekommen sind, dass Sie mich hier in Innsbruck so freundlich aufgenommen haben. Und ich freue mich über die Kooperationsabsichten, die seitens der UMIT bestehen. Mit der TILAG hatte ich irgendwie Kontakt aufgenommen. Also ich versuche mich hier irgendwie auch im betrieblichen Kontext jetzt sozusagen auch noch stärker zu vernetzen, Forschungsprojekte anzuleiern. Ich hoffe, ich habe Ihre Geduld nicht überstrapaziert mit dem Vortrag und bedanke mich recht herzlich.